Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Alundra. Und wir sind unter Wasser mit dem Wasserumhang oder ja, Wasserumhang. Wir können unter Wasser atmen und ich habe herausgefunden, wo wir jetzt ungefähr lang müssen. Es ist eigentlich ganz simpel gewesen. Und zwar können wir nämlich von hier einfach dahin springen und dann, ja, okay, wir können auch noch bis hier hinkommen. Na, was haben wir denn hier Feines drin? Boah, Heilkräuter, okay. Immerhin, besser als nix. Wow. Drück mir die Daumen, dass wir es... Ja, wir schaffen's. Ich habe nämlich, da muss ich zugeben, habe ich eben noch so ein bisschen herumexperimentiert, um zu gucken, wo ich hin muss. Weil irgendwie habe ich das ja hier die ganze Zeit verfehlt. Ich mache nochmal ein Save. Ja. Irgendwie war das ja jetzt gerade übelst fail. Aber wenn wir Glück haben... Nee, doch nicht. Boah. Naja, dann sind wir wenigstens hier. Mist. Hier müsst ihr warten, bis so eine Blase kommt. Dann kommt man nämlich nach oben. Genau so. Aber jetzt bin ich trotzdem am Überlegen, wie wir da hinten jetzt hinkommen. Wo ich gerade eben hin wollte. Hä? Muss ich jetzt hier einfach so links rüber? Aha. Okay. Das heißt, wir müssen es ja eigentlich jetzt geschafft haben. Ja, gut. Nämlich, ich habe das damals extrem gehasst. Aber jetzt ist es eigentlich ganz gut. Und da ist wieder diese Melodie. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir da runter? Nicht, dass ich jetzt Mist baue und... Okay, sieht danach so aus, weil da kommen wir nicht hoch. Oh, wir müssen... Nee, wir müssen da nicht drauf. Okay, ab unter Wasser wieder. Oh. Hier weiß ich ja selber gar nicht mehr genau, wie wir das machen müssen. Konnte man von hier da drauf springen? Ich habe gar keinen Plan. Aha. Aber ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Egal, ich gehe jetzt erstmal von Plattform zu Plattform springen. Oder werde ich von der Plattform zur Plattform springen. Schon wieder Heilkräuter. Naja, scheinbar haben wir noch nicht voll. Nö, haben wir auch noch nicht. Yes, gut. Und jetzt? Ja, was machen wir jetzt? Ich will da noch nicht runter. Ich will erstmal hier oben alles beobachten und durchgucken. Was war das denn für ein Fehler? Boah. Schnell. Ja. Oh Mann, schon wieder der Fehler. Ja, Seifen... Ja, oder... Ja, wie auch immer. Na, sind da auch wieder Heilkräuter drin oder Heilkraut? Was auch witzig ist, letztens war ich bei Dino Crisis, beim zweiten Teil war ich unter Wasser und jetzt bin ich hier unter Wasser. Was für ein Zufall. Jetzt bin ich am Überlegen, müssen wir in den Teleporter rechts oder hier oben? Ich mach mal ein Save, weil ich mir da nicht so sicher bin. Vorher werde ich unten gucken, ob ich da was vergessen habe. Oh Mann. Komm, schnell, ich will nicht von den Stacheln getroffen werden. Gibt es hier noch eine Truhe? Weil das sieht ziemlich verdächtig aus. Oh ja, in der Tat, es gibt eine. Ah, ich wollte schon sagen, wehe, der Stein trifft uns jetzt und wir fallen runter.
Oh mein Gott, Heilkräuter! Als ich nicht damit gerechnet hätte. Okay, wir haben hier alles durchsucht. Und der Raum... Naja, ich muss sagen, der hat ja irgendwie schon was, der Raum. Aber mehr als Heilkräuter hat er irgendwie nicht. Wahrscheinlich müssen wir in den Teleporter, der ganz rechts ist. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Deswegen gehen wir hier erstmal rein. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Komm, Alundra, schwimmen. Oh ja, wir sind richtig. Boah, endlich. Ah. Ich bin zugleich erstaunt und stolz, dass du so weit gekommen bist, Erlöser. Ich bin Stenia, die Königin des Wassers. Die Wasser der Flüsse haben mir von dir erzählt. Viele Götter kamen und gingen. Vor nicht langer Zeit gab es eine Rasse von riesigen Göttern, die Gazek. Du hast einen von ihnen gesehen, Nirude. Die Gazek wurden von den Menschen aus Stein gemeißelt. Die sieben Gazek wurden von den Menschen angebetet. Bald wurden sie durch die Gebete zum Leben erweckt. Die Gazek wollten sich aber die Macht der Gebete nicht teilen. Sie bekämpften sich und töteten sich für die menschliche Anbetung. Alle bis auf einen starben. Nur Nirude weigerte sich zu kämpfen. Er sah schweren Herzens zu, wie seine Brüder abgeschlachtet. Boah, so. Aber als das Töten vorbei war, merkte Nirude, dass er kein Gott mehr war. Die Menschen hatten ihren Glauben in die streitenden Gazek verloren und ein Gott kann ohne Anbetung nicht existieren. Bald beteten die Menschen einen neuen Gott an, Melsas. Aber er war nicht der Gott des Friedens, den sich die Menschen erhofft hatten. Er war schlimmer als die Gazek, denn er benutzte die Furcht der Menschen. Melsas fürchtete sich vor der Macht der Menschen. Er wusste, sie könnten ihn fallen lassen. Deshalb begann er, jeden, der ihm gefährlich werden könnte, zu ermorden. Du bist ihm bis jetzt entkommen. Melsas hat uns beobachtet, Alundra. Er hat mein Wasser gegen mich benutzt. Nimm das, Alundra. Melsas wird diesen Ort bald zerstören. Du musst schnell weg von hier, Alundra. Beeil dich, die Zerstörung beginnt. Dämonenschwert erhalten. Oh yes, Leute, jetzt machen wir endlich mehr Schaden. Okay, jetzt müssen wir uns von hier verpissen. Weil ich glaube, jetzt kommen gleich überall Steine runter. Ja. Komm auch. Aber ich glaube, hier im Wasser erstmal nicht. Weil ich glaube, da können wir sowieso dann nicht getroffen werden. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, doch, hier. Ich denke mir mal, zum Glück sind wir da nicht reingegangen. Ich glaube, das ist nämlich der Weg nach draußen. Ja, sieht ganz so aus, dass er uns hier rausführt. Och nö. Naja, wir müssten ja den Weg jetzt eigentlich kennen. Auch wenn der Weg eigentlich sehr einfach ist, aber man glaubt es kaum. Man will das irgendwie anders ausprobieren, weil man sich so denkt, nein, so einfach kann das doch nicht sein. Boah, das kotzt mich ja schon an, ne, dass das so lange dauert. Ja, ich glaube nicht, dass wir das jetzt so packen, einfach darüber zu springen. Deswegen... Oh, doch. Schön, schön. Ich hoffe, wir kommen da jetzt auch gleich raus.
Also ich glaube, da geht es erstmal nicht hin. Wo habt ihr gesehen? Zwei Schläge und der ist Geschichte. Ah, wieder hier unsere Fischies. Das müsste der Ausgang gewesen sein. Ja, das ist der Ausgang. Habt ihr ja gehört. Das war so ein komisches Geräusch. Ja, und der Strudel ist verschwunden. Wer hätte das gedacht? Tja. Wohin jetzt? Das fragt ihr euch was. Nein, da wollt ihr doch gar nicht rein. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt wohin. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich versuche trotzdem nochmal dieses heilige Schwert da irgendwie zu bekommen. Weil ich das ja schon gerne hätte. Aber ich glaube, wenn wir jetzt da runter schwimmen, dann ist das nicht so eine gute Idee. Ich schwimme mal da hoch. Ich weiß nicht mehr genau, wo dieser Steg war, wo man aus dem Wasser gehen kann. Aber ich glaube, der war hier. Nee, war er doch nicht. Toll. Ja, das ist auch schon der 31. Part, müsste das sein. Ja, ich meine schon. Und ich finde, das ist bisher mein größtes Projekt auf diesem Kanal. Allgemein auch mein größtes Projekt. Ich glaube, sonst war das größte gerade mal 24 Parts oder so. Ich glaube, das war Banjo. Ja, Banjo-Kazooie. Ja, da sieht man schon. Alundra, dabei ist es ein 2D-Titel. Und trotzdem so viel Zeit. Dabei sind wir, glaube ich, nicht ein einziges Mal gestorben bisher. Was auch sehr gut ist, finde ich. Aber wir gucken jetzt erstmal oben zu dieser Steinstatue. Ich hoffe, wir sind es jetzt endlich würdig. Weil das wäre noch genialer, wenn wir jetzt noch ein noch fetteres Schwert bekommen würden. Aber ich habe so ein Gefühl, dass das erstmal später passieren wird. Oh. Das war ja mal übelst fail. Wir hätten, glaube ich, erst noch eins höher gemusst. Stimmt. Ich habe mich auch gefragt, wo dieser eine Stein ist, den wir hochheben müssen. Komm, Explodierbombe. Stimmt, das war eins höher. Hä? War das hier? Nein, das war doch nicht hier. Doch, das war hier. Na, mal gucken. Wie witzig ist das denn? Heißt das, weil wir nicht einmal gestorben sind, dass wir das vielleicht dann deswegen nicht bekommen? Weil wir ein zu guter Schwertkämpfer sind? Das kann doch nicht. Ich habe das nachgelesen, dass man das nur bekommt, wenn man nicht einmal stirbt. Keine Ahnung, Leute. Ich hoffe, ich werde dieses Rätsel lösen. Wenn nicht, muss ich bei irgendjemandem mal gucken, der das auch irgendwie Let's Played hat und das Schwert irgendwie ergattert hat. Weil sonst ist das ja ziemlich mies. Ich würde sagen, ich werde kurz Pause machen. So Leute, da bin ich wieder und ich hatte recht, ich wollte eigentlich auch ins Dorf gehen, aber ich war mir nicht sicher. Ich muss da nämlich jemanden anquatschen. Und ich glaube, das war Lutas oder Lutus, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie diese Person hieß. Kann sein, dass es er war, aber ich weiß es nicht. Doch, da, Lutas, stimmt. Oh, Alundra, ich habe dich schon überall gesucht. Hör zu, ich muss dich etwas fragen. Ich war schon ein paar Mal in Lebensgefahr. Einmal, als mich ein riesiger Felsbrock beinahe erwischt hätte, tauchte plötzlich Ronan auf, um mich im letzten Moment zu retten. Du hast bestimmt mit Septimus darüber gesprochen.
Hat mich Ronan wirklich in Gefahr gebracht, um mich dann zu retten? Ja, du hast recht. Das ist mehr als Zufall. Aber warum hat mich Ronan gerettet, nachdem er mich in Lebensgefahr gebracht hat? Tja. Tut mir leid, Alundra, aber ich habe gehört, was du gesagt hast und ich muss fragen. Ich verstehe nicht, warum Ronan das Leben von Luthas gerettet hat, aber du scheinst es zu wissen. Also, von Sibyls Traum weißt du, dass der Geist von Luthas nach seinem Tod als heiliges Schwert zurückkehren würde. Aber wieso kannte er Sibyls Traum? Sie hat ihm bestimmt nichts davon gesagt. Warte, Alundra, hast du zu Melsas gebetet, als ich damals ins Dorf kam? Sollte ich auch zu ihm beten, aber ich habe mich geweigert. Was? Du hast es getan? Dachte ich mir doch. Beim Beten können die Götter deine Gedanken lesen, Alundra. So hat Melsas von Sibyls Traum erfahren. Los, gehen wir zur heiligen Stätte und zerstören wir die Statue. So können wir wenigstens sicher sein, dass Melsas an Kraft verliert. Hörst du zu, Alundra? Also los. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt zur Kirche oder Kathedrale, wie auch immer, und kümmern uns um das Ding. Das wird jetzt abenteuerlich. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es da ablief, aber mal gucken. Schön, dass du endlich da bist. Lass uns reingehen. Die Herren zuerst. Dabei heißt es doch Ladies first. Nun, Alundra, ich sehe, du kommst heute mit Maya. Die Statue von Melsas ist im Keller dieser heiligen Stätte versteckt. Ich kann es von hier aus fühlen. Oh, so, die Götter haben sich euch gezeigt. Ja, Ronan, es war wundervoll. Sie wollen, dass ich zu ihrem Angesicht bete. Denkst du, ich bin so dumm, das zu glauben? Wenn du überhaupt etwas gesehen hast, dann den Teufel. Ihr wollt, dass ich euch zur Statue bringe, um sie zu zerstören. Wenn ihr mich unterschätzt, meine Kinder, werdet ihr eine große Enttäuschung erleben. Okay, Ronan. Jetzt geh mir aus dem Weg. Versuche nicht, das Unvermeidliche aufzuhalten. Arrogantes Mädchen. Beaumont wusste immer von der Statue. Jeder weiß es. Sie sind nicht nur damit einverstanden, sie beten auch davor. Wie würden sie auf die Zerstörung reagieren? Wahrscheinlich nicht so positiv, wie ihr denkt, meine Kleinen. Wie auch immer, es ist noch nicht vorbei, Ronan. Ich werde beweisen, dass die Statue der Ursprung alles Bösen ist und sie wird zerstört werden. Diese Ketzerei wird euch teuer zu stehen kommen. Ronan ist der Mörder. Ich bin sicher, Alundra. Und noch was. Ich glaube, der Nächste wird jemand aus deiner Nähe sein. Wir müssen deine Freunde beschützen. Ich bleibe bei Septimus. Du passt auf Jess auf. Schnell, die Dunkelheit kommt näher. Ich komme morgen früh zu dir. Ja, und ja, ihr werdet wahrscheinlich gleich noch etwas mitbekommen. Und das ist nicht gerade schön, aber ich will nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. Alundra, du solltest dich ausruhen, du siehst müde aus, verstehst du, was ich meine? Du bist ständig unterwegs, du hast dir eine ruhige Nacht verdient, mein Freund. Was?
Ich? Ich kann jetzt noch nicht schlafen. Ich habe noch einiges zu tun. Na gut, dann gehen wir halt pennen. Da er hat das Haus verlassen. Alundra träumt von dem, was Ronan gesagt hat, als er die heilige Stätte verließ. Aber er ist zu erschöpft. Alundra sinkt langsam in einen tiefen Schlaf und dann viel zu früh. Überlassen Mond und Sterne der Morgensonne den Himmel, als ein Hahn in der Ferne kräht. Wach auf, Alundra, wach auf! Du, es ist Jess, er! Jess! Atmet die verdorbene Luft dieser teuflischen Welt nicht mehr. Die Dorfbewohner sind zum Friedhof gegangen. Komm mit mir, Alundra. Ja. Jess ist gestorben. Oder eher gesagt, er wurde ermordet. Spätestens ab jetzt wird es ziemlich kritisch in diesem Dorf. Und das werdet ihr später auch sehen. Das war nämlich noch längst nicht alles. Passt auf, was jetzt passiert. Jess hat dich
halbtot gefunden und dich wieder gesund gepflegt. Und wie bedankst du dich dafür, Alundra? Du hast ihn getötet. Ja, Alundra, ich mache dich für seinen Tod verantwortlich, du Mörder. Alundra, ich... Hier, nimm den Schlüssel. Jess hielt ihn fest in der Hand. Er wollte ganz bestimmt, dass du ihn bekommst. Den kleinen Schlüssel erhalten. Wenn du etwas brauchst, Alundra, irgendetwas, dann werde ich dir helfen. Du musst es nur sagen. So. Bevor wir oben diese kleine Schatulle da öffnen, werde ich vorher speichern gehen. Weil ich das glaube ich nicht mehr, also weil ich das sehr selten getan habe zurzeit. Okay. Wie formatiert? Ah, wahrscheinlich, ich verstehe. Gut, dann muss ich das halt jetzt erstmal anders speichern. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und es wird noch spannender. Und ich würde sagen, haut rein und freut euch auf den nächsten Part. Mit mir, eurem Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.